zu konvertieren, weil du hast auch wahrscheinlich viele muslimische Freunde. Ich bin einfach ein sehr interessierter Mensch in Religion, in Kulturen. Liberale, ja, wir tolerieren alles, aber oftmals die intolerantesten, wenn es um andere Glaubensrichtungen oder Ideologien gehen. Toleranz bei den Sachen, die du nach vorne pushen willst. So. Manche Leute haben dieses Problem, dass sie nicht motiviert sind, ins Gym zu gehen. Ich kann mich nicht motivieren, nicht ins Gym zu gehen. Weißt? Gibt es so ein Zitat, so ein Satz, der dich deine Kindheit positiv begleitet hat? Sondern einfach immer daran Gänsehaut glaube, gerade, ehrlich. So, der hat Engel gesehen. Brutal. Kennst mich doch, Bruder. Ich lass mich gut prägen immer. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Jetzt ist gut. Was geht ab, man? Alles gut? Ja, Alhamdulillah, wie gesagt, sehr gut. Ich war dabei, deinen Stream zu schauen, als du gesagt hast, hey Leute, ihr könnt reinkommen. Und als auch vorher der Islam erwähnt worden ist, habe ich mir gedacht, komme ich mal kurz rein. Ihr könnt reinkommen? Wo kommst du? Schweizer oder was? Nee, ich komme aus München. Ah, okay. Ihr habt auch so geilen Slang, Alter. Ja. Ja, heutzutage, ich habe mir voll viele Sachen, voll viele Leute im Internet konsumiert, von klein auf, von Rappern und so weiter. Und man tut diesen Slang von ganz Deutschland irgendwie auch übernehmen, ne? Aha. Ja, auf jeden Fall. Wie alt bist du, Bruder, jetzt? Bruder, ich bin 25. 25. Stark. Genau. Okay, nice, 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 nice. Was geht ab, Digga? Hast du irgendwas auf dem Herzen, irgendeine Frage oder irgendeine Anregung? Ja, Bruder. Und zwar, meine Frage wäre, weil du auch vorher wurde ja der Islam erwähnt und dass du auch, dass man davon auch sehr viele Werte mitnehmen kann. Und meine Frage wäre, boah, ich bin jetzt ein bisschen nervös, ich bin zum ersten Mal so in so einem Discord-Gespräch mit jemandem. Meine Alles Frage gut. wäre, Kein kannst du Stress, dir einmal tief vorstellen, vielleicht eines Tages zu konvertieren, weil du hast auch wahrscheinlich viele muslimische Freunde. Genau, das wäre so die Frage. Also vorstellen, grundsätzlich kann ich mir alles, Bro. Ich sag niemals nie, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich habe mich selber auch schon viel mit dem Islam auseinandergesetzt und beschäftigt so. Ich bin halt auf einer Reise, sag ich mal so, auch was Spiritualität angeht. Und deswegen weiß man nie, wo diese Reise am Ende des Tages endet, aber ich bin offen, ich bin sehr, sehr offen, weißt du? Ich bin auch sehr interessiert in Kulturen und habe mir heute zum Beispiel, wollte ich mir in Videos über Sufis raussuchen, habe ich leider kein gutes Video gefunden und ja, Bro, ich bin einfach ein sehr interessierter Mensch in Religion, in Kulturen, in diesen ganzen Geschichten und mal gucken, wo die Reise mich hintreibt am Ende des Tages, so, weißt du? So. Ja, man, ist mir auch aufgefallen, also ich verfolge dich ja auch, deine ganzen YouTube-Videos und so. Also jetzt nicht deine ganzen, also nicht alle Videos, aber da hört man schon sehr oft raus, dass du halt sehr religiös bist und ja, also es freut mich auch zu hören, dass du davon nicht abgeneigt bist, dass du dagegenüber offen bist. Safe. Das ist ja das Wichtigste. Macht viel kaputt, glaube ich, dass man, wenn man irgendeine Wahrheit irgendwo sieht, dass man die auch vielleicht irgendwo akzeptieren kann. Ich meine, ja, wie ich auch rausgehört habe, oft, du bist ja christlich geprägt. Ich weiß zwar nicht, welche Konfession und so weiter und ob du Unitarier, Trinitarier bist, aber das hat ja alles denselben Ursprung. Was ich nur sagen wollte, ist, ich glaube, diese Offenheit ist brutal wichtig, weißt du? Das will ich nochmal sagen, weil ich glaube, das hat auch viele Probleme gebracht, auch religionsübergreifend so. Dass Leute dann irgendwann gegeneinander gekämpft haben, so. Obwohl das beides Gläubige sind, aber jeder eine andere Religion hat, kämpfen die auf einmal gegeneinander oder reden schlecht übereinander und so. Und ich glaube, es ist keine gute Sache. Ich glaube, wenn Gott das sehen würde, der würde das nicht wollen. Sagen wir mal so, weißt du? Der würde nicht wollen, dass wir uns streiten oder dass wir uns gegenseitig diskreditieren, weil der eine andere Religion hat oder irgendwie so. Weißt du, wie ich meine? Deswegen finde ich diese Offenheit und dieses Verständnis aufzubringen gegenüber jedem, egal wie anders er denkt oder egal wie anders er glaubt auch, brutal wichtig, Bro. Finde ich brutal wichtig, Bro. 100% deiner Meinung. Also ja. Das Wichtigste ist immer, dass man sein Gegenüber respektiert, so. Auch jede andere Meinung respektiert und nicht dieses liberale, ja, wir, ihr müsst uns tolerieren oder wir tolerieren alles, aber das sind oftmals die intolerantesten, wenn es um andere Glaubensrichtungen oder Ideologien gehen.
Ja, das ist krass, das ist krass. Also eigentlich sagen die, ja, wir tolerieren alles und alles muss sich gegenseitig lieben und so. Ich stehe auch dafür, für Toleranz und für Liebe und so. Aber hast du eine andere Meinung, bist du der Teufel auf einmal, weißt du? Wie geht das zusammen? Also wie geht das zusammen, Digga? Wenn du sagst, wir sollen uns gegenseitig alle akzeptieren und tolerieren, so, ja, dann mach das auch auf allen Ebenen. So, dann musst du auch jemanden tolerieren und jemandem zuhören, der dem Islam angehört und jetzt gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel positiv sieht, so. Das ist seine Religion, das ist sein Glaube, das ist okay, weißt du? Ja, Toleranz muss dann auch wirklich, auf allen Ebenen dann auch getrieben werden, so, und nicht nur Toleranz bei den Sachen, die du nach vorne pushen willst, so, weißt du? Ja, Mann. Das sehe ich genauso. Gibt's noch eine Frage, Bruder? Nein, das war schon. Sonst. Ich küsse dein Herz, Digga. Wie ist dein Name im Chat? Wie bitte? Wie ist dein Name im Chat? Im Chat heißt ich Embro. Embro von 7. Okay. Ja, warte, ich kann mal reinschreiben, irgendwas hier. 1, 2, 3. Genau. Weiß ich Bescheid, Digga. Embro, den Motherfucker. Es war sonst noch jeden und auch dir einen schönen Abend und genieß den Stream. Ich küsse dein Herz, Bruder. Was geht ab? Alles gut? Ey, Denchi, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für den Sub, Bro. Thank you very much, man. Faust it in, motherfucker. Dankeschön. Yes, Bro, was geht? Alles gut? Ja, bei mir ist soweit alles gut. Ich kann nicht klagen. War gerade erst krank, mich hat die Grippewelle erwischt, aber jetzt ja, bin ich drüber hinweg und ja, will jetzt wieder durchpowern. Kennst du das, wenn du krank... Wie lange hat es gedauert bei dir? Jetzt eine Woche. Jetzt bin ich so komplett durch. So ein bisschen Schnupfen hängt noch, aber ansonsten bin ich durch. Okay, stark. Ich habe mich so gut ausgeholt. Kennst du das? Du bist so im Sportfieber, hast richtig Bock zu trainieren. Dann bist du auch voll im Mut drin. Auf einmal wirst du krank, so eine Woche, und denkst so jeden Tag so, oh, Digga, heute nicht zum Training. Die ganze Woche nicht zum Training. Nächste Woche, Arzt hat gesagt, ich soll auch nicht zum Training. Bruder, das ist Depression für mich. Für mich ist das wirklich, ohne Scheiß, ich bin ein Typ, ich muss mich auch manchmal, aktuell zum Beispiel mache ich sehr viele Pausetage und habe gemerkt, dass diese Ruhetage zwischendurch meine Muskel, also dass ich krassere Gains mache dadurch, aber es ist halt psychisch echt eine Herausforderung für mich. Manche Leute haben dieses Problem, dass sie nicht motiviert sind, ins Gym zu gehen. Ich kann mich nicht motivieren, nicht ins Gym zu gehen, weißt du, das ist für mich so, ja, ist krass, ich brauche da echt eine krasse so, ey, bleib zu Hause, Bro, alles cool und so, heftig, heftig. Arbeiten, geh spazieren, lass deine Energie irgendwo anders raus, so, weißt du. Ja, ja, aber da sieht man mal auch, wie sehr du das brauchst, ne, also wie sehr du das schon irgendwie in dir verankert hast, so in deinem Leben. Ja, gehört voll dazu für mich. Ist, ja, safe. Auf jeden Fall. Wie lange pumpst du schon? Ich bin jetzt seit einem Jahr dabei mit Pausen, aber jetzt so seit 4 Monaten richtig. Aber ich mache nicht so auf Pump, sondern komplett nur auf Ausdauer. Aha. Ich guck nicht darauf, dass ich irgendwie Maschine oder so werde, sondern ich gehe nur trainieren, ich gebe Vollgas bis kurz bevor ich kotze, richtig Vollgas mit allem, worauf ich Bock habe, was ich ein bisschen definieren will. Und dann gehe ich duschen, gehe raus und fühle mich wie neu geboren. Kopf ist komplett ausgeschaltet, ich bin im Hier und Jetzt, Körper fühlt sich frei an und das ist so, warum ich... Also du machst es nicht wegen Optik oder so, sondern du machst es einfach als Ausgleich so. Ja, klar, Optik ist der Bonus, Optik ist das Geschenk dazu, dafür, dass ich trainieren gehe. Aber das ist nicht mein Fokus, deswegen gehe ich nicht trainieren, nein. Geil, Digga, okay. Verstehe. Hast du irgendwas auf dem Herzen, Brudi? Irgendeine Frage oder irgendeine Anregung? Ja, ich habe mir gedacht, da du gesagt hast, hier Leute trauen sich nicht rein, habe ich gedacht, komm, tue ich mal was Gutes. Und ich traue mich selber auch mal. Ich bin auch aufgeregt, wie auch die anderen wahrscheinlich alle. Let's go. Alles aber cool, meine Frage... Ich bin doch ein lieber Bruder, oder nicht? 100%. Das ist eine angenehme Stimme. Also, wenn man mit dem Discord ist, das hört sich nochmal anders an. Weil ich glaube auch, weil das einen persönlich trifft. Man redet jetzt persönlich mit dir und hört dir nicht über einen Stream zu. Deine Stimme fängt einen auf, kann man so sagen, ja? Fühlt sich gut an. Ich küsse dein Herz, Bruder. Okay, naja, raus. Meine Frage. Ich habe mir was überlegt, und zwar: gibt es so ein Zitat oder so ein Satz, der dich deine Kindheit positiv begleitet hat? Ich kann dir so ein Beispiel geben. Bei mir ist es zum Beispiel, was mich, meine Kindheit und meine was mich sehr bewegt oder zu dem gemacht hat, der ich bin, ist der Zitat, den mir meine Mutter ganz früh gesagt hat: was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch niemand anderen zu. Das hat sie mir irgendwann mal gesagt, das hat mich so getroffen und das habe ich auf alles projiziert, meine Kindheit, meine Jugend, auch mein jetziges Leben, ich projiziere das auf alles. Ja? Also
Aber ich der Grund wahrscheinlich, warum du hier im Stream gelandet bist, Bro. Kann gut sein, ja. Kann gut sein. Diese guten Vibes, Bruder. Also voll, bei mir, der Satz, der mich am meisten geprägt hat in meiner Kindheit, kommt aus einem Film. Aha. Und der Film heißt Angels. Ist ein Baseballfilm. Kann ich jedem ans Herz legen. Krasser Film. Und zwar ist der Satz, alles ist möglich. Oh, auch cool. Ja, das hat mich brutal geprägt damals so. Und das ist auch eine Sache, die ich mir immer wieder vor Augen gehalten habe, so. Schön, dass ich mich nicht begrenzen oder limitieren lasse von irgendwelchen Meinungen von anderen oder voll, so, sondern voll, einfach immer daran glaube, dass am Ende des Tages wirklich alles möglich ist, so, weißt du? Ja. Für jeden von uns. Alles 100%. Ist möglich und das sollte man sich auch nicht ausreden lassen, so, weißt du? 100%. Es waren auch zwei, so, ist ein Film, wo halt Waisenkinder auch bei so einer Frau leben und die haben keine Eltern, die Eltern haben die abgeschoben quasi. Und von dem einen, ich bin ja auch ohne Vater groß geworden, von dem einen, der Vater hat halt gar keinen Bock gehabt auf das Kind und vor Gericht hat er dann einfach gesagt, ey, so, gib den zu einer Pflegefamilie neben ihm und so ein Scheiß und das hat den halt voll mitgenommen und so und dann hat er sich halt aber selber immer an diesem Satz festgehalten, alles ist möglich so, weißt du, alles ist möglich. Und hat dann wahrscheinlich so richtig das nice Life für ihn selber so aufgebaut, oder? Ja, manifestiert halt dann, dass der war dann so, der hat Engel gesehen. Der hat dann das Geschenk gekriegt von Gott quasi, dass er Engel sehen kann, weißt du? Und dann hat er einer Baseballmannschaft, die Angels hießen, halt geholfen zur Meisterschaft am Ende des Tages. Und der Trainer von dieser Mannschaft hat den dann adoptiert, Bruder, weißt du? Ah, so. Ja, ja. Das ist krass. Ich kenne den. Sag mal was. Da klingelt es. Ja. Krass. Bro, wenn ich das gerade höre, ich will mir den auf jeden Fall nochmal reinziehen, Alter. Heute, glaube ich sogar. Das ist ein älterer Film, 1980 oder so, ne? 90er Jahre, glaube ich. Ja. Ich guck mal ganz kurz. Angels. Ich glaube 1970 oder sowas. Oder was meinst du? 1970? Oder 80? Echt? Oder 80? Also 94, nee, Bruder. 94. 94. Ja, genau. Okay. Da war ich 4 gerade. War relativ aktuell, wo ich mir den das erste Mal reingezogen habe. So 6, 7 Jahren oder so. Ach, so früh hast du den reingezogen? Ja, ja, voll. Als Kind halt, ne? Krass. Und dann, dass sich das so früh gecatcht hat, nicht schlecht. Geprägt, Wahnsinn. Bruder. Brutal. Wahnsinn. Kennst mich doch, Bruder. Ich lass mich gut prägen immer. Aber nur positiven Stuff, ha? So bin ich auch. So positiver Stuff. Was ich zum Beispiel, Leon, wenn ich das noch sagen darf, gestern hast du gesagt, zum Beispiel, viele gucken sich so Horrorfilme an und die haben das voll gefeiert hier im Chat, ne? Und da meintest du, Digga, kann ich nicht verstehen, wie können sich die Leute Horrorfilme oder so, ne, Massakerfilme oder sonst irgendwas angucken? Fühlst du geil. Digga, und ich habe auch sogar, ich denke so, Digga, ich fühle das auch nicht, 100%. Ich denke so, wie kann man sich das denn angucken? Ich bin noch so, Digga, Lass lieber irgendeinen Typen, das ist okay, hört sich ein bisschen komisch an, aber lass lieber einen Typen über die Wiese laufen und völlig glücklich sein. Ich gucke den Film lieber als jetzt irgendwie so ein Film, wo jetzt Mord und Totschlag und so, weißt du? Wo voll. Ich mein, Digga, so gib mir positive Vibes. Ich bin auch wirklich der Meinung, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab's auch gemerkt bei mir in meiner Vergangenheit schon, ich bin der Meinung, dass das, was du dir du bist das, was du konsumierst auf allen Ebenen. Ob das Essen ist, ob das Filme sind, ob das deine Freunde sind, was die dich voll labern, ob das irgendwelche Serien sind, ob das YouTube-Videos sind, egal, alles, was du konsumierst, Bruder, das wirst du am Ende des Tages auch. Und wenn du den ganzen Tag dir so negative Filme oder Serien reinziehst, wo Leute getötet werden und Hass und Teufel und Scheiße und so, dann prägt dich das auch in deinem Leben so, das ist Facts. 100%. Das für mich sind das Facts, Bro. Und 100%. Umso bewusster du wirst, umso mehr du in deine Mitte findest, umso mehr du Vibes auch spürst, umso mehr du die Energien wieder spürst und auf dein Gefühl hören kannst, weil dein Gefühl am Ende des Tages immer richtig liegt, wird dein Gefühl dir automatisch sagen, dass du das nicht mehr reinziehst, Bruder. Ja. Machst du einfach nicht mehr. Ultra, so. Ja. Voll. Ja, bin ich ganz bei dir. Safe. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke für die guten Talks, Bro. Danke sehr für gerne. Die Fragen. Bleib so, wie du bist auf jeden Fall. Nur Liebe für dich. Und wir hören uns selber. Liebe geht zurück. Liebe geht zurück, ja. Mach's gut. Ciao, ciao. Talk it in, motherfucker. Sehr, sehr schöne Talks. Feier ich.